me from myself. Guten Morgen, yeah. Save me from myself. Einen wunderschönen guten Tag. Save me from myself. Save me from myself. Einen wunderschönen guten Tag. Junge, Junge, Junge. Ich trinke jeden Morgen Augenringe-Kaffee, denn die Bohne schmeckt am besten. Ah! I don't know the name, tell me African. Runtime für STS 19. Hallo Menschen! STS, danke für den Prime! Mari, Simpi, Killerhase, Schwarze Rosenwolf, Dankeschön für euren Support, ihr Lieben. Male Mario und Simpi nochmal danke, auch für die Bitty Bits. Onbots, Lexi Klein, Sherry Lane, herzlich willkommen, Dankeschön. Das ist ja prima, das ist ja traumhaft, das ist ja. Puh. Hab ich mal vergessen? Ja. Gerastosol mit seinem 11. Monat. Da, oh, das. Auf geht's, sagen sie. Stimmt der Counter denn noch? Welcher Counter? Was für ein Counter, Alter. Was? Der Rächer Rache ist schon einmal in Rust gescheit. Was soll das denn heißen? Arbeiter, danke für den 3. Monat. Arbeite bitte weiter. Arbeiter 2009. Ja. Ist jetzt beim Rächer hier und schwingt die Coin. Krass, der PDF-Counter. Ey, Mann, ey, wunderschönen guten Tag, ey, Mann. Schönen Montag gewünscht. Haben wir heute Montag, Alter? Ich glaube, wir haben heute Montag, oder? Ja. Schönen Start in die Woche. What's going on? Yeah. So, Kinders. Und wird wild rumgesuchtet. Ja, ich bin halt auch gerade erst aufgestanden. Alter Ironhead, Junge, Bruder. So also früh am Morgen, ich bin dafür nicht bereit. Danke für die 10, Mann.
Schiffe 667. Ist jetzt beim Recki-Becki und schwingt die Keule. Skippy, danke für deinen Sub. Herzlich willkommen, Alter. Ganz neu. Hi. So, wir fangen gleich an, Leute. Ich muss erstmal klarkommen auf mein Leben. Ich muss ja noch schreiben und Sachen machen. Ganz ehrlich, von der Musik, von dem Musikstil hätte ich gern 50 Tracks oder 100. Beste Hintergrund, Background Track, Scheiße. Einfach ein bisschen funny, ein bisschen tripplig, nicht langweilig. Auch mal ein bisschen junky, ne? So, ich bin auch gerade erst aufgewacht. Ich bin vielleicht eine halbe Stunde wach oder so. Ich brauche immer lange, bis ich brauche. Also ich brauche vom Gesicht her, von den Augen her und alles, was dazu zählt, brauche ich einfach eine Strapatoni. Ich brauche mal eine Weile. Heute Strapatoni-Zeit, komm schon. So, setzen wir mal. Ja, ich weiß, Strapatoni, komm schon. Mit 687. Ist jetzt beim Rechelbecher und schwingt die Keule. Dorbeschick, Dorbeschick. Oh, das Mikrofon heute. Ja. Bleib! Reicht! Strammer Toni, da ist er. Midnight, danke für den 7. Monat, Mann. Holy, holy, holy. Kuss, kuss, kuss. Und nochmal danke, Ironhead, Mann. Boah, Alter, also seit neuestem hat er auch hier üble Changer-Sachen drin, Alter, wo ich mich frage, so, was ist mit dir? Ich sehe doch wunderschön aus! So, Kinder, hier kriegt ihr erstmal Bild. Ja, hier, da, hau den General. Hau ihn kaputt. Hier, da, genau, hau auf den General. Manticore, ist jetzt dein Rechelbecher und schwingt die Keule. Oh mein Gott, jetzt geht schon wieder das Telefon. Klingel. Wer wieder da? Ich komm gleich. Rumgebassen. Ist jetzt ein Rechelbechi und schwingt die Keule. Dorberache 1, Dorberache 2, Toro Morgenstern. Rummelbase.
Rummelbasen, danke für 13 Monate. Die Brötchen habe ich schon hingelegt. So, Kaffeezeit. Sieh dort, ja sieh. Ich weiß ganz genau, dass sie hierher kommen, um mich. Oh, ich bin schon wieder nackt. Ich hasse Party. Mann, Party. Blöde Kuh. Na, 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 na. Scrap. Danke, Mann. Danke. Flopsy, Bopsy. Was? Nochmal bitte. Okay. Spaß. Hallo? Ja, wer ist denn? Wollten Sie nur warnen, dass da ein Bär hinter Ihrem Haus ist? Das ist unser Hausbär, der heißt Bruno. Okay, dann wissen Sie, dann viel Spaß mit Bruno, tut mir leid. Hör mal zu, Sie können ja nicht einfach herkommen, mir splitterfasernackt hier die Wahrheit über unseren Bruno erzählen, ihn noch fronten und damit durchkommen. Also erstens, ich habe Handschuhe und Schuhe an, also nackt bin ich nicht, ja. Und zweitens, Kleider sind ein Konstrukt der Gesellschaft, also. Konstrukt der Gesellschaft? Ich gebe Ihnen gleich Konstrukt der Gesellschaft! Hören Sie mal zu, wo sind wir denn hier? Das ist eine sehr gute Frage. Wie heißt die Insel überhaupt? Also ich nenne sie mein Höllenloch! Okay, dann werde ich den Namen auch akzeptieren. Ja. Hallo Nachbar im Höllenloch. Sehr gut. Und lassen Sie ja Bruno in Ruhe.
wirklich. So, was hatte ich hier noch vor? Ist auch wilde Musik heute. Oh, erstmal hier ein lecker Brötchen. Der Stream leckt bei euch? Lady, Das wird nicht gebettelt. Nein. Nein. Time für Laughing Jack 92. Ja, werden wir gleich mal durchstehen. Reiter 24. Sehr gut, sehr gut. Was ist hinten schon wieder los? Was macht Bruno da? Bruno! Der ist ja völlig bescheuert. Bei jemand Sachen abgelegt. Ja, prima, Scrap, das braucht man immer. Ha! Bruno? Ruhig, Bruno. Ruhig, Bruno. Bruno wieder. Diese Lotte, halt! Ein bisschen Scrap am Morgen, Scrap am Abend, Scrap in der Zeit. Scrap ist wunderbar, ich steh für dich allzeit bereit. Scrap ist meine Natur und alles, was da geht. Mit Scrap kann ich leben, Scrap ist meine. Ein dickes Tor? Nimm mal mit. Bruno. Richtig, Bruno. Das ist Kinder. Bitte? Es kann sein, dass das wohl zu ernsthaft geredet hat. Na, ich habe ein bisschen eine heisere Stimme. Aber es ist so, wie es ist, Leute. Da kann man auch nichts schön reden. Gute Wurstbämme. So, stimmen wir mal unser Pferdchen ab. Check. Plopp.
Zum Tor gab es ein Zahnrad? Wie geil ist denn das? Lol. Ich bin halt ganz frisch an. Nein. Reicht ja gerade so, lässt sie ab. Aber ab. Nein. Ich hab keine Ahnung, was mit dir los ist. Wenn er kommt, wir kommen. Weiß ich nicht. Attackheimer. Ist jetzt ein Rechebechi und schwenkt die Keule. SCP-667 giftet er hier 1 sub 2 Attackheimer. Also mein Ziel ist heute mal einen Hubschrauber zu kriegen. Das ist schon schön. Na? Mit Ihnen los. Guten Morgen. Ist das hier ein Frühsport oder was? Die wurden mir geklaut. Was? Ja, natürlich. Ja, was? Man muss sich immer fit halten. Mhm. Dafür haben Sie ganz schön schwabbelige Beine, muss ich sagen. Ja, die sieht man im Club nicht. Die sieht man im Club nicht? Ach, Sie tragen weite Hosen, verstehe. Nee. Genau. Na dann, gut Sport! Wer es nötig hat. Ja, danke schön. So. Een streepje papa schloemf bezaalt 1000 bits. Na vroien weer ons aber. Freude. Dank je voor die 1000 scrap. In rust en mijn tidem recher. Oh, nou was er wat van. Wollten wir jetzt nicht wegschmeißen. Das wollte ich wegschmeißen. Jetzt hat Patty Kettensäge gelernt und keine Kettensäge gecraftet. Da komme ich wieder nicht drauf klar, ich sag's euch. Wie Papa Schlumpf nochmal danke für die 1000 Scrap. Und schöner Tag. Sag mal, wie viele Bären sind denn hier? Das ist ja bärtastisch. Mm-hmm.
schön. Das brauche ich alles eigentlich noch, ne? Hm. Eine 18 Scrap. Ja, eine Keule lernen ist jetzt nicht so wichtig. Natürlich ist es wichtig. Was rede ich? Natürlich ist es wirklich. Natürlich. Keule lernen nicht wichtig. Hab ich gelitten oder was? Das bedeutet, ich muss heute noch Kabinen bauen. Und Kiste. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Basti! Der rennt einfach weg. Was sind die großen Kisten? Muss ich die erlernen? Nee. Metal Fragments, da ist sie doch. Die holen wir doch gleich ran hier, die Box. So, hier, let's go. So, warte kurz. Das und das. Dann brauche ich noch. Uff. Unterstrich-Deck. Dankeschön. Öhö. Petek! Im nächsten Monat. Skippy, danke nochmal für deinen Verschenksab. Easy Rider, dir auch nochmal danke für deinen Prime. Loving Jack, danke auch für deinen Prime. Hauptmännchen, auch danke nochmal für deinen 13. Monat. Das sind die Lampen, die sind auch wichtig. Die werden wir auch mal testen irgendwann. Was wollte ich denn bauen jetzt, ich Idiot? Ein Schloss. Da freuen wir uns aber. Freude, Freude, Freude. Also Freude, Freude, Freude. Also Freude ist ganz auf meiner Seite, ich sag's dir aber. Matze unterstrich Feuer. Ist jetzt ein Rechebechi und schwingt die Keule. Wirklich, die schwingen also die Keule. Ohne Bedacht. Ohne daran gedacht zu haben, dass es irgendwelche Menschen verletzt oder was. Sind sie wahnsinnig. Fuses, irgendein Foto. Ja, hier so ein Scheiß. Primetime für LXOR17. Guten Morgen, Großmeister. Guten Morgen. Natürlich. Habe ich nicht zwei Kisten gerade gebaut? Bin ich doof? Machen wir die nochmal. Hi Kampf, erstmal seit sehr früh, also ich bin jetzt gerade online gekommen. Frisch ans Werk. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Hm.
Natürlicher Aufgang. Das ist doch sehr gut, dann braucht Patty keine Dings. Zack. So. Nice. So, ich muss mal kurz hier noch Kisten hinstellen. Mhm. Nun. Wo bauen wir denn die Umkleide hin? Oder irgendwas anderes? Das wird schwierig. Müsste ja schon hier sein, irgendwie. Hier Discofläche ist. Ja. Kamera. Hier ist irgendwie Wetter. Hier ist das. Puh. Dann könnte hier noch irgendwas sein. Aber na gut. Mumblerrat, danke für den dritten Monat. Lexa, nochmal danke für den siebten. Du verstehst also, was das wird, ja? Bist du dir sicher? Okay, warte mal, da kommt ein Neon-Sign hin. Dann müssen die einen Namen schreiben. Wo kommt denn die Namenswand hin? Der Schirm kommt bestimmt weg irgendwann. Oh, ich brauche noch Bärenfälle und Drugs und all so ein Scheiß. Und ich muss mich jetzt darum kümmern, wo ich die Kabine hinbaue. Weil das ist auch nochmal so eine Sache. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das hatten. Von der Entfernung her. Ja. VLACK 66 ist jetzt ein Rechenbecher und schwingt die Keule. Danke, danke. Was ist das denn für ein gewaltiger Turm? Warum, was ich sage? Dann komm ich rausgesprungen. Oh, hallo. Nee. Entschuldigen Sie bitte. Und nehmen Sie diese Spende. Nehmen Sie diese Spende hier. Packen Sie auf, okay? Bisschen weiter höher, Tommy. Bisschen weiter höher. Was für eine Spende? Nachstehen. Ist jetzt Flugpost oder was? Bitte schön. Ja, danke schön. Wissen Sie, wir haben hier nämlich ein dickes Business am Laufen. Wir werden die Hustler. Wir werden hier die Hot Rust Only Tuber. Und jetzt passen Sie auf mit Ihren Rotor und der Turm ist in Gefahr. Das weiß doch jeder. Ach, kann man nicht hier so einsteigen irgendwie? Mit kann dem man. Investment? Ja. Was können, heißt hier Investment? Können unsere Namen irgendwo stehen? Ihre Namen? Unsere Namen irgendwo aufschreiben? Ja. Bezahlen auch echt viel. Von was reden wir denn? Vielleicht landen sie mal und ich komme nach unten. Ja, so ein Schild oder so. Müssen wir Abo machen, Tommy. So, was ist hier los? Was für Investment? Hör mal zu, ich bin Einzelunternehmer. Guten Tag. Einzelunternehmer sind Sie? Ja.
Also natürlich mit der Familie, mit Herrn Scherokart, mit anderen Investoren, die ich aber übers Ohr haue. Dann haben wir noch, wie heißt der denn? Dann diese Verrückten, die andauernd ihr Geld loswerden wollen, weil, keine Ahnung, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, als 20.000 Stunden irgendwo da oben in der Eiswüste rumzueiern. Nun, Sie haben gesagt, Sie machen hier dickes Geschäft. Was machen Sie denn hier? Naja, wir werden demnächst eröffnen, nicht wahr? Und wir machen sexy Wetter. Dann machen wir eine Live-Übertragung, wo Leute sozusagen... Sexy Wetter? Ja, sexy Wetter. Dann machen wir planschige Pool-Tubes, nicht wahr? Mit Hot-Tubs. Und neuerdings machen wir jetzt auch... Oh. Ja, genau, wir machen jetzt auch zwei Liegestühle, eine Meinung. Und die Kunden können nicht nur zuschauen, nein, sie können auch live via Telefon mit den reizenden, sexy Beach-Damen sozusagen in telefonischen Kontakt während der Live-Schalte treten, ja. Oh, wow. Da müssen wir einsteigen. Wir müssen uns einmal kurz besprechen. Also wirklich? Runter vom Rasen! Ja. Entschuldigen Sie, das ist die Pöbelveranda. Entschuldigen. Nee, ich hab schon fertig gepöbelt. Hey, Sie sind hier nicht Mitglied! Runter von der Couch! Schrecken Sie mich doch nicht so! Ah, das ist ein exklusiver Club, da muss man erstmal... Wir möchten einsteigen! Vorne oder hinten? Wenn Sie live gehen... Ja, die Frage ist vorne oder hinten? Vorne oder hinten, Tommy. Vorne oder hinten? Was magst du lieber? Also, hören Sie zu, wenn Sie vorne einsteigen wollen... Dann müssten Sie sich nackig machen und sich vor die Kamera stellen. Wenn Sie hinten einsteigen wollen, dann drücken Sie uns einfach ganz viele Ressourcen und anderen Scheiß in den Arsch. Es gibt auch eine Hybrideinsteigung. Das bedeutet, das geht mit zweierlei Maß. Wir wollen einfach nur, dass Sie so eine Werbetafel hinter Ihrem Hot Tub Show machen, ja, damit Leute bei uns essen kommen. Also sie wissen schon, heiß in der Show machen und dann die Befriedigung dann im Restaurant. Wissen Sie? Also Exklusivität? Da müssen Sie aber schon ordentlich was reinbuttern in meinen Po. Mexiko. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Also, wir brauchen auf alle Fälle sehr viel Deko-Bedarf. Nicht wahr? Die Räume müssen ja ausgeschmückt werden. Wir reden also von mehreren Bärenfällen. Wir reden von mehreren Teppichen. Wir reden von Neon-Reklameschildern, elektrischen Teilen. Dann um Kameratische und sowas habe ich mich gekümmert. Auch um Generatoren und so weiter. Nicht? Weil man versteht sich. Natürlich müssen die Damen auch gesponsert werden. Die machen das ja nicht für lau, nicht wahr? Und wenn sie schon so eine exklusive Werbetafel haben, sie nur als einziges haben, und hunderte von, nicht, wenn sie nicht sogar einzelne, mehrfach 10 Leute diese Show besuchen, ja? Dann. Also ich glaube ganz fest an die Investition. Wirklich? Ich glaub, das ist ein Hals. Das kann nur ein Knaller werden. Was? Ich glaube, das ist ein Halsabschneider. Das ist ja Halsabschneider. Das klingt so vielversprechend. Hör mal zu. Es wird einschlagen wie eine Bombe. Wirklich. Okay, das ist sehr überzeugend. Er hat Bombe gesagt, Tommy. Er hat Bombe gesagt. Ja, ich glaube. Bombe macht Boom. Bombe macht Boom. Boom, 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 boom.
Room. Und gucken Sie mal, also wir haben, gucken Sie mal, ich habe, also wir haben, Ladies haben wir bis jetzt 2, vielleicht sogar 3. Also es ist auch sehr interaktiv, es ist nicht langweilig, es ist nicht nur einfach so eine, keine Ahnung, so eine Penelope, die da oben mit so einer ollen Gitarre die Leute vergrault. Nein, das ist interaktiv, exklusiv, Nacktheit, ich meine Quatsch, Halbnacktheit, Fastnacktheit. Sagen wir einfach Bikini Hot Shit, dann Wetter, nackt, sexy, live, Wetter. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Aber wirklich? Wir haben eine Werbetafel hinter Ihrem Stream und Sie erwähnen unser Restaurant. Erwähnen? Ja, da müssen Sie aber richtig was hinlegen. Jedes Model von Ihnen. Dann können wir zum Deal kommen. Also ich würde sagen... Lassen Sie mich überlegen, ich muss mich hinsetzen. Also sagen wir so, die Materialien, die Sie beschaffen können, nicht wahr? Und? Ehrenfälle. Eine einmalige Gewerbschaftskörpersteuer von 600 Scrap. 600 Scrap? So viel haben wir nicht. Aber exklusive Werbung. Was heißt denn, das haben Sie nicht? Wissen Sie was? Damit vergrauen Sie mich. Ich erhöhe auf 500 Scrap. Wie 400? Also Sie bieten mir mehr an? Sie sind ja doof. 400, ganze 400 Scrap? Die kann ich bestimmt noch richtig... Also so, weil Sie so unfreundlich zu mir waren. 350 Scrap und ein Heli. Das ist aber frech. 350 Scrap und ein Heli, das ist aber... Wir machen Wucher. 1000 und es geht alles in Ordnung. Tommy, halt die Klappe. Wirklich. Sind Sie eigentlich ein Team? Er hat gesagt, wirklich. Der ist mein Angestellter. Ich bin die Chefin. Sehr gut, unterhalten Sie sich, in meinem Kopf klingelt. Scheiße. Für MDC193. Also wirklich. Okay, 1500, letztes Angebot. Nein, du hättest mich okay, gemacht. Deal. 500. Die 500. Nee, der hat nichts zu sagen. Tommy. 500 ist ja viel zu wenig. Okay, passen Sie auf. Jetzt mein allerletztes Angebot. Wenn Sie da nicht mit einsteigen, haben Sie Pech. Ganze 200 Scrap, die Materialien und in der Zukunft ein Heli. Ja, okay, das machen wir. Halt die Klappe, du hast nichts zu sagen. Das machen wir. Sehr gut, sehr gut. Klatschen Sie ein. Ich krieg noch graue Haare wegen dir. Sehr gut, Chefin, sehr gut. Okay, Sie brauchen Bärenfälle, ja? Ich weiß nicht, ob er mit denen behandeln kann. Ich glaube auch. Ob der die Eröffnung noch überlebt, das schaut mir schon ziemlich alt aus. Wissen Sie, manchmal kommen auch irgendwelche fremdwilden Leute und schießen ihnen Pakete vor die Tür, da hinten. Sie Arschloch! So. Also, wir haben jetzt einen Deal, okay. Ja? Sehr gut, sehr gut. Ja. Ein Heli,
300 Scrap und Bärenfelle, ja? Ja, alles, was sie an Deko haben. Vielleicht haben sie auch noch eine schöne Lampe, die ihr Restaurant repräsentiert oder was auch immer. Lampe. Ich hasse Restaurants, aber ich mach's trotzdem. Ja, das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Deko, ja. Haben wir. Haben Sie so eine Einwurfbox oder irgend sowas in die Richtung? Nö, ich bin aber in der Regel immer hier. Kommen Sie einfach vorbei. Eine Bushaltestelle haben Sie. Wir haben Wartebereiche. Sehr gut. Oh, das ist eigentlich die perfekte Idee. Man könnte hier die... Das ist der Wartebereich später hier, nicht wahr? Und dann wird immer gesagt, so, Kunde 26, Kabine 4 ist frei. Sie dürfen gerne in Kabine 4 gehen. Toll. Sehr gut, ist der Wartebereich. Ich glaube, das wird ein gutes Ziel. Achso, und Stühle. Wenn Sie haben, Stühle. So Plastikstühle. Wie viele Stühle brauchen Sie? Naja, hier zum Reinstellen zum Beispiel. Also ich brauche ungefähr so, sagen wir so um die 8 bis 10 Stühle, würde, glaube ich. Kein Problem, oder? Willst du mich bankrott machen? Sie kriegen 5 Stühle. 5 Stühle kriegen sie. So viel? Boah, natürlich. Nein, wir gehen runter auf 10. 10, wir haben nicht. Sie gehen runter auf 10 wieder? Sie schaffen das schon. Kommen Sie einfach vorbei, ich bin ja in der Nähe. Ja, die Chefin ist sehr launisch, muss ich sagen. Liegt an dem Restaurant. Oh mein Gott, ich komm wieder nach Hause an. Na dann, au revoir! Und fliegen Sie auch, oh Gott. Vorsicht! Und? Nicht rückwärts! Fliegen Sie denn? Oh nein! Ich glaube, wir müssen ohne Strapatoni heute spielen. Wirklich. Das Mikrofon macht es nicht mit. Hallo? Wirklich? Halt! Jetzt bleiben Sie stehen! Hey, Sie! Hey, Sie! Hallo, das ist meine normale Stimme. Und das wäre die 100% Charakterstimme. Und das wäre noch eine andere 100%ige Charakterstimme. Warum klingt denn das auf 2 so total bescheuert? Nur hoch klingt, hey, Sie! Ja, halt! Sofort stehen bleiben! Sie bleiben stehen! Sie bleiben sofort stehen! Sie bleiben sofort stehen, Freundchen! Freundchen! Mann! Aber es ist die Stimmlage von gestern, vielleicht ein bisschen tiefer. Primetime für Bierhalden Zocker. Moin, Recher. Oh, mein Pferd geht nicht gut. So. Lalala. Ich habe halt irgendein komisches Nebengeräusch drin. Ne. So. Planen wir die Kabinen.
wo? Und wann und wie? Okay, hier ist der Wartebereich. Und da müssten die hier rüber gehen. Oh, hier will ich das fühlen. Dann sind sie auch nicht so nah dran, oder? Ich überlege gerade. Wenn das hier Hot Russ ist. Aber da labern die ganze Zeit. Das ist auch nicht so gut hier. Ich kann mir Dizzy richtig gut als Ordnungskraft vorstellen bei diesem Hot Rust-Scheiß. natürlich. Ich muss es halt testen, ob das von da bis da geht. Geil wäre, wir könnten das hier verbinden, die Kabinen. Dann hätten wir vielleicht Strom dafür. Ich muss gucken. Ich weiß auch nicht, wo ich die Kabinen hinbaue. Aber es ist schnell gebaut. Okay, wir haben jetzt... Da fehlt erstmal eine Tür drin. Lololololo. Ich habe keine 300 Holz mehr. Das ist ja furchtbar. Ja, ich rede auf 5 Meter. Das ist nicht schlimm. Oh, ich hätte so gern einen anderen Pitch, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Wirklich. Ich hätte wirklich gerne einen anderen Pitch. Danke für den Host. Mensch, von hinten. Altes Gefarme. Grüße. Geiler Rettich? Nee, das muss geiler Rächer heißen und nicht geiler Rettich. Wo kommen wir denn da hin? Also wirklich? Geile Suppe. Ich hätte mir auch was Geiles gemacht. Geiler Rettich, sagt er. Ja, das soll so sein. Das ist alles fett hier im Schritt. Und auch sonst. Und ich hoffe, du hattest einen schönen Stream oder einen schönen Tag. Dankeschön für den Raid. Ich bin bloß gerade planlos. Wie mache ich weiter? Wie mache ich weiter? Fan unterstrich hinten 88 ist jetzt ein Rechibechi und schwingt die Keule. MAECCC0 giftet et hier 1 sub du Fan unterstrich hinten 88. Danke für den Gifted Sub. 62 Gift Subs in the Channel. Workbench Level 1 hab ich doch. Geht doch. Geiler Rechig? Nun.
Natürlich braucht dieses Licht Power Usage. Alles andere wäre total blöd. Yep. Wo ist Patty, wenn man sie braucht? Wirklich. Aber nun gut. Ich kenne mich doch mit der Scheiße nie aus. Runtime für Benchfrick 21 unterstrich. Also Elektrik, da bin ich raus. Ja, ich hätte gern Rotlicht, natürlich. Natürlich brauchen wir Rotlicht. Wo kommen wir denn da hin? Ohne Rotlicht ist hier nichts möglich. Boah, Patty hat natürlich wieder alles hier reingeballert. Also die Solarkollektoren, Speisen. Audio out. Audio in. Oh Gott, warte mal. Power Switch. Pass through. Warte mal, der Pass through ist. Der geht doch weiter, oder? Der ist nicht bedient, oder? Oder bin ich doof? Electric out. Ach du Scheiße. Nun. Unter dem schwarzen Branch? Was für ein schwarzer Branch? Ich will einfach nur die Lampe verbinden. Mit was muss ich die verbinden? Muss ich die mit einem Pass-Through verbinden? Boombox. Power. Play. Pass-Through ist praktisch der Ausgang der Kugel. Und wenn ich den Ausgang der Kugel mit einem Licht versetze, dann müsste doch sein, wenn ich das jetzt hier anmache. Jetzt ist es aus. Und dann müsste, wenn ich es anmache, auch das Rotlicht angehen, oder? Gehen die gleichzeitig an. An dem Ausgang der Kugel ist die Boombox dran. Ah, hat die denn Ausgang? Audio out. Power. Oh. Ganz ehrlich, ich nehme die Boombox weg. Scheißegal, ich kann Party nochmal machen. Ich werde es jetzt testen. So, jetzt ist nämlich empty. Es reicht! Scheiß Boombox! Wir gucken, wie intensiv das Ding brennt.
Oh, das ist ein gutes. Oh. Ach so, da war auch noch das. Naja, ist nicht so schlimm. Ein bisschen mehr Arbeit für Patty. Wirklich. Also wirklich. Kann man ja mal machen. Oder nicht? Nur ein bisschen. Also wirklich. Also wirklich. Nee, das kann man mal machen. Wirklich. Halt! Sieh dort drüben. Ja, ich hab sie ganz genau gesehen. Bitte? Okay, fühle ich. Fühle ich. Eben, warum muss die auch so lange schlafen? Außenwerbung kann ich erst machen. XL Picture Frame. Muss mal ein bisschen was testen. Das finde ich so schade, dass du die Dinger nicht hochkant drehen kannst, ne? Die Bilder. Das wäre so gut. Ja, Neon Signs kommen auch noch, aber... Weißt du, wie ich meine? Das wäre halt geil, wenn ich das so drehen könnte. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Das ist der Winkel, wie ich stehen müsste, dass es geht. Glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob man das auf die Länge kriegt. Das weiß ich jetzt nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Okay, warte kurz. Warte. Vielleicht hat Tore eine Idee. Dafür müsste ich aber hier stehen. Wie soll denn das gehen? Vor allem, wenn da was im Weg ist. Okay, ich kann über die ganze Länge weg sein. Das bedeutet... Nach Adam Riese bedeutet das... Ich hab keine
Ahnung, ob das funktioniert, aber lass mal was testen. Nee, die Schilder kannst du, glaube ich, nicht drehen. Das geht nicht. Das wäre mir relativ neu, dass das geht. So ein Wandteppich, ja, den kannst du drehen. Oh Mann, das ist aber ein Jump. Ich sehe den Fehler. Oh! Komm schon. Warum nicht? Warum nicht, du Scheißkind? Das würde so geil aussehen, komm schon. Ist eine gute Idee gewesen mit dem Dreieck, dankeschön. Guck mal, das würde halt rein theoretisch gehen. Warum geht das nicht? Alter, was ist denn heute los?